Recht herzlich willkommen zur 119. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir stehen hier und die Rakete wackelt immer noch. Und wir sind unterwegs, um eine Flagge zu setzen, oder? Wie war das? So, Rechtsklick und drauf und jetzt müssten wir irgendwo hier. Nee, da war das. Flag. Plant Flag on the Moon. Haben wir gemacht. Schon wieder eine Mission weniger, ne? Voll cool, oder? Und das, was heißt Turn, Return to Kerbin from the Surface of the Moon. Das müssten wir dann ja auch schaffen, ne? Das ist ja auch nicht so schwer. Cool, oder? Side Name, keine Ahnung. Flag Text. It's done, schreibe ich mal, ha? Side Name, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist das wichtig? Will er haben, sonst geht das okay nicht, sehe ich gerade, ne? Keine Ahnung. Ass, Reiter, schreiben wir dahin und fertig. Geht aber auch ohne, habe ich gerade gesehen, weil der wurde trotzdem nicht. Take Surface Sample. Cool, machen wir auch. Okay. Keep Experiment. Eva Report. Können wir auch machen. Okay, ich fühle sehr klein, genau. So, jetzt haben wir die Klamotten alle. Ey, die Kiste fällt gleich um, ey. Kannst du mir erzählen, was du willst? Achso, das nicht machen. So, zack. Nee, nicht weiter dahin. Ich würde jetzt am liebsten da hingehen und das ausschalten, aber das kann ich gerade nicht, ne? So, Lauf. Achso, die Fahne ist da im Weg, ne? Jetzt müssten wir eigentlich noch ein schickes Foto machen, aber... Oh doch, von dieser Seite wird es gehen, ne? Guck, da ist die Fahne. Aber falsch rum, glaubst du doch nicht, ne? Alles gut. Okay, laufen wir weiter. Scrollen wieder raus. Und gucken zu, dass wir irgendwie da oben reinkommen, ne? Komm, weiterlaufen. Bisschen rechts. Ralo hatte geschrieben, dass das auf der falschen Seite der Eingang ist, sozusagen. Boah. Die Feder, geht die denn hoch hier? Nee, ne? Nee. Okay, da muss die Crew-Hatch sein. Okay. Wird jetzt auch wieder so eine Tortur für mich, ne? Da hochzukommen. Einschalten, hochfliegen und dann da dran krabbeln, ne? Ja, und schon vorbei, ne? Ist klar. Bam. Wieso ist das jetzt wieder schief gelaufen? Keiner weiß es, ne? Irgendwie bin ich auch gerade auf dem falschen Blickfeld irgendwie. Weiß ich auch nicht. So, vielleicht besser, ne? Dann sehen wir auch mehr. Und wie war das noch? Wir wollen aufmachen, wie viel Sprit wir noch haben, aber das ist alles gut, ne? So, auf ein neues. Dahin. So, hoch. Oh, ich hätte nur Grab drücken müssen, dann hätte ich es geschafft, aber wie das immer so ist... Gerade dann nicht die richtige Taste erwischen, ne? So, nochmal hoch. Oh. Er tut sich irgendwann noch das Genick brechen, ne? Daneben. Diesmal sind wir wenigstens sanft gelandet. Okay, nochmal. Funktioniert irgendwie gerade nicht so dolle. Jetzt habe ich es drücken wollen und dann war es wieder weg.
Oh, jetzt bin ich noch rückwärts unterwegs. Oh. Kann doch nicht so schwer sein, da oben einmal anzupacken, oder? Climb. Mama. Geht aber nicht, weil wenig Stufen, ne? Wenn du Climb drückst, ist gleich wieder RCS weg. Hey, hallo. Nicht umkippen. Die kippt fast um. Wieso kippen die um? Mal wieder dran packen? Nein, ne? Ah. Boah, das ist aber total schwierig für mich. Komme ich nicht hin, ne? Jetzt wackelt es aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Kann das sein? Jetzt steht sie endlich ruhig. Hey, ich hab doch angepackt. Na super, hat wieder gut geklappt, ne? Zwei Schritte zurück. Vorwärts, RCS an, los geht's. Na, daneben. Boah, ey. Ich bin dran. Und B wie Board. Daten werden übersetzt. Kann nicht alles nehmen, seht ihr. Aber Schicksal halt. Ist so, ne? Da ist unsere schöne Dingens. Wir sind drinne. Ist alles gut, oder? Jetzt habe ich nur vergessen zu gucken, was der Dralo alles Schönes geschrieben hatte, was ich machen soll. Also die Flagge pflanzen war ja schon mal richtig, das weiß ich noch. Glücklicherweise wackelt die Rakete jetzt auch nicht mehr. Das ist auch schon mal gut, ne? Hier haben wir jetzt auch ein bisschen Sprit drinne. 2100, das reicht, um zurückzukommen. Das ist auch schon mal gut. Dann können wir hier einige Sachen. Okay, das ist noch Return to. Das schaffen wir vielleicht auch. Ja, das ist aus. Das haben wir soweit. Warte mal, Dralo hatte noch geschrieben, was von einem Dingens hier benutzen. Aber drinnen lassen. Observe Mystery Goo. Ja, Take Data, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich will es hoffen. Könnte ich jetzt gerade mal gucken, ob ich das schnell nachlese, was der Dralo geschrieben hat. Ja, müsste eigentlich klappen, dass ich das schnell schaffe. Der hatte so viel geschrieben. Der Mordrak hatte mir auch was geschrieben. Der hatte nämlich geschrieben, dass ich dann für das Jetpack mir oben die Anzeige auf jeden Fall anmachen soll. Danke dafür nochmal. Und ja, beim Mordrak war dann alles soweit geschrieben. Halt die letzten 6 Minuten folgen, die war zu kurz, das ist auch klar, das war auch nicht so geplant. Das SAS, dass die schwankt, ist auch klar. War so schwanken, dass die fast gerade eben umgekippt ist, aber da wir dagegen geflogen sind, haben wir das dann beruhigt, auch schön. Ja, ich könnte das umstellen in der Tracking Station, die Kapsel zum Debris machen, das war auch klar. Den zweiten Gu plus Thermo plus Baro plus Crew und Eva Report machen. Also, zack. Log Pressure Data. Toggle Display. Keep. Dann da. Temperatur. Keep. Dann Crew Report. Oder hier. Ja, da. Take. Was hat er noch? Baro, Thermo, Gu, Crew und Eva Report.
Eva? War das das, was ich eben auf der Oberfläche gemacht habe, oder? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Sonst können wir gerade noch einen Eva machen. Take Data Crew Report. Ich glaube, das ist das gleiche, wie was wir gerade da drinnen gemacht haben, oder? Wo ist denn der kleine Mann? Auf der anderen Seite, ne? Ich mache ihn trotzdem nochmal, vielleicht ist es was anderes. So, haben wir. Board. Ja, kann ich alles aufnehmen. Eva-Report geht nicht, aber den haben wir jetzt auf jeden Fall drin, das ist alles gut. So. Gut. So, jetzt Richtung Äquator fliegen und dann links abbiegen, hat der Rallo geschrieben. Das ist ja für mich wieder so total easy going, ne? Ja, aber weiß ich nicht, wo der Äquator jetzt im Endeffekt anzusteuern ist. Aber erstmal mache ich das ganz einfach so wie gehabt. Einfach erstmal ein Orbit kriegen. Das ist schon mal das Wichtigste. Bei Kerbin kann ich dann noch abbremsen. So viel Reserve habe ich und naja. Gut, dann nochmal manövrieren. Bei der Landung war sehr gut. Dankeschön dafür, dass mir mal das gesagt wurde. Ja, das SAS ist halt das Problem. Gut, ich glaube, ich habe dann soweit eigentlich alles richtig gemacht, glaube. Und jetzt bedeutet das eigentlich, dass wir ein Take-off machen hier oben. Ich hoffe, ich habe jetzt alles und würde einfach sagen, starte die Kiste wieder und wir kommen weg hier. So ein bisschen rauszoomen, dass das aussieht. Flagge ist da, ganz toll. Und dann würde ich sagen, Z geht's los, ne? So. Okay. Gucken wir mal hier gerade rein. Einmal in Höhe gewinnen. 12.000, 13.000, 15.000. Und dann würde ich erstmal Y favorisieren, weil wir müssen erstmal hoch. Würde dann. Nee, Set Target ist verkehrt. Würde dann sagen, dass wir irgendwo einlenken sollten. Wenn wir jetzt so hochfliegen, wo ist er? Wo ist Kerbin? Da ist Kerbin. Gut. Dann drehen wir die Kiste mal in die andere Richtung, glaube ich, oder? Warte, wir können das auch von hier Kerbin sehen, ne? Ja, da ist er. Dann würde ich fast sagen, wir drehen nach da. Nee, doch nicht. Nach da. Und dann wieder Vollgas. So, das sollte funktionieren, oder? 38, 39. Erstmal einen Orbit machen und dann ist alles gut. Wir haben ja ein, weiß ich nicht, heißt das geostationäre Bahn? Ich glaube ja, das heißt so, ne? Die müssen wir jetzt halt hinkriegen. Dass wir da erstmal was hinkriegen, einen Orbit hinkriegen und dann ist schon mal die Hälfte der Sache gegessen, ne? So, da läuft schon mal was. In die falsche Richtung natürlich, ist auch klar. Wieso macht er kein X? Hallo X. Ich krieg's nicht raus. Hey, ich habe X gedrückt und er brennt weiter, der Held. Oh, super, das ist jetzt viel zu groß, ne? Boah, ist das doof gelaufen, ne? Habe ich noch genug Sprit? Wahrscheinlich nicht mehr. Warum ging der nicht aus? Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ist halt so, ne? Fliegen wir voran. So, einmal bitte umspringen. So, die neue Bahn haben wir. Da Manöver setzen. Ja, brauchen wir eigentlich nur zack
würde ich sagen, ne? Fünfhundertfünfzehntausend, 53.000, 600 Meter die Sekunde. Könnte sein, dass wir das auch noch schaffen. 42 haben wir, 30 war angesagt, ne? 35. 20, das war zu viel. Ne, 22 war das, ne? So, lassen wir's. Ich denke mal, wir warpen bis dahin. Warp to next Manöver. Dann müssen wir gerade ausrichten. Und dann brennen wir die 600 runter und alles ist gut, oder? Da kommt der Punkt, wo wir bremsen müssen. Wunderbar. Und Vollgas, ne? Macht er auch. Und X müsste ausschalten sein. Ging eben nicht. Keine Ahnung warum. Steuerungstaste habe ich jetzt aber in der Hand, ne? Vielleicht haben wir jetzt Glück, dass es dann geht, ne? Ja, manchmal versagt die Technik halt, ne? Keine Ahnung warum. So. Zock, jetzt geht sie wieder. Keine Ahnung. Vielleicht lag es daran, dass ich umgeschaltet habe auf Dingens. Sag schon, umgeschaltet auf Lesen, was der Dralo geschrieben hatte. Vielleicht hat es damit zu tun, wieder in das Programm zurück, dass es nicht funktioniert hat. Ja. Warp to next Manöver geht nicht, ne? Okay, alles gut. Das Manöver weg. Und ab hier. Voran geht's, ne? Und dann brauchen wir nur noch eine schicke Landung. Und alles ist gut, oder? Gerade mal hier ins Dingensmenü. Ach, können wir jetzt nicht umschalten, weil wir warpen, ne? Haben ja noch so ein paar Sachen dabei, die wir dann absprengen können oder müssen. So, Warp ist fertig. Wo ist denn das Ding? Da sieht man kaum, ne? Hier, da sieht man es noch. Landebeine machen wir mal rein, obwohl, Blödsinn, ne? Wir müssen absprengen gleich. Das wäre Retro. Meter sind wir. Sollten hier aber gleich runterkommen, ne? Also können wir nochmal Warp bis hier machen eigentlich, oder? Zack. Und dann nochmal den da reinholen, ne? Machen wir das jetzt richtig, wenn wir jetzt einfach Schub geben? Ich glaube ja, oder? Ja, passt. Wunderbar. So, kommen wir auf jeden Fall runter, oder? Jetzt ist alle. Gut, dann würde ich sagen, springen wir ab. Ist das passiert oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Ja, irgendwie, wenn man da was umstellt, funktioniert es dann nicht mehr, oder wie ist das? Ja. Die Kappe. Fliegt schneller, ne? Zum Glück. Und? Das sieht so heiß aus. Das andere ist explodiert, oder wie ist das? Auf jeden Fall jetzt haben wir keinen Dreck mehr in der Atmosphäre, auf jeden Fall, ne? Das sieht hier so aus, als ob die gleich verglüht, die Geschichte, ne? Aber ich glaube, jetzt wird es wieder leicht kühler, ne? Okay.
Ja, wird kühler. Läuft. Jetzt ist so weg. Läuft. Ja, wir kommen wieder im Dunkeln runter. Keiner sieht was, ne? Naja, ist halt so. Gut. Gleich geht's los. Was war denn da oben? Keine Ahnung. Irgendwas mit Mund. Debris. Ach so, das ist das andere Teil. Ist doch nicht ganz explodiert. Nur wahrscheinlich die Landebeine und so, ne? Okay. Kommen irgendwo im Dunkeln runter. 13.000 Meter noch. Höhe wirklich. 12.000. Spricht dafür, dass es irgendwie Wasser ist. Wollen wir hoffen. Ja. Müssen wir tiefer kommen. Macht alles einen guten Eindruck bis jetzt. 8,3. Ja, das müsste über Wasser sein, so wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Man sieht natürlich nichts, ne, weil dunkel. Wir sind wieder voll in der Nacht unterwegs. Aber kriegen wir schon hin. Okay, und dann ist es hier, dass wir gleich hier noch den dritten Haken kriegen, dann sind wir richtig gut, ne? Ja, da unten sieht man schon so ein bisschen, glaube ich, das Wasser. So, 2.500. Machen wir gleich einen Schirm auf. Jetzt mal. Und wir landen tatsächlich im Wasser. Alles gut also. Super cool. Da ist er schon aufgegangen. Jo. 500 Meter noch. Super. Ja, obwohl wir das Abschalten des Triebwerks ein Problem bei hatten, keine Ahnung warum, hat es dann doch geklappt soweit, dass wir hier runterkommen. Kein Land in Sicht. Mitten auf dem großen Ozean. Kein Schiff da, das uns abholt. Und da landet gleich unsere letzte Stufe. Das ist das Einzige, was wir hier sehen. 7 Kilometer weiter. Und weg. Wäre jetzt cool, wenn es gleich noch ein Schall kommt. Aber nein, so laut ist es nicht gewesen. Bei 7,5 Kilometer kriegst du das nicht mit, wenn so ein Ding eintaucht. Ja, ich mach mal ein bisschen schneller, damit wir landen, ne? Würde ich sagen. 200 Meter sind noch ganz schön weit, ne? Und dann könnte man den zweiten Gru noch benutzen, oder wie war das? Das hatte der Dralo, glaube ich, auch gesagt, ne? So, 70 Meter, 60 Meter. Dann tauchen wir gleich ein. Schirm weg. 20 Meter. 10er. Geschafft. So, den zweiten Gru noch. Können wir hier noch benutzen. Hier waren wir wohl schon. Keep Experiment. Hier nochmal. Review Data. Wenn ich das jetzt mache, kann doch, das geht, ne? Nee. Nee, ich mach das nicht. Dann mache ich das wieder falsch, oder? Da ist das Gleiche. Oder muss ich aufsteigen? Kann ich es rausnehmen? Ich weiß es nicht. Ich lasse es. Wenn ich jetzt aufsteige, geht das? Ja, geht. Dann kann ich noch einen EVA-Report machen, oder? Bringt aber nichts, weil wir das hier schon mal wohl gemacht haben. Das weg. Take Surface Sample. Wasserprobe haben wir genommen, auch cool. Aber wir haben die. Gut. Wenn ich jetzt da oben dran klicke, ne? Log Pressure Data.
Tech Data. Tech Data. Jetzt hat er es mitgenommen, oder? Lock Pressure. Ich glaube, jetzt machen wir alles richtig. Keep Experiment. Alles gut. Den können wir jetzt auch. Ah, jetzt ist das da davor. Nehmen wir den anderen. Collect Data. Remove the Experiment Data. Or render this. Machen wir. Restore. Jetzt können wir es nochmal machen, ne? Bringt das noch was? Jo. Warum nicht das bisschen haben oder nicht haben, oder? Gut. B wie Board. Candle Store. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es haben oder nicht. Das wird mir der Nächste in den Kommentaren schreiben, ne? Und beenden. Wunderbar. Dann sind wir im Dingens. Im Startbildschirm. Wir haben diese schönen 446 Punkte, was richtig viel ist. Haben wir jetzt gekriegt. Das ist richtig gut. Teile haben wir auch ein paar wieder gekriegt. Ja. Und ihn haben wir auch wieder gekriegt, ne? Glaube, oder? Den hatten wir ja vorher nicht. Ein Sterne. Scientist. Gut. Ja, dann gucke ich hier noch gerade rein. 45 Punkte, wir haben 446, cool, oder? 90. Wie wir das schieben? So, wir das schieben, okay. Wir haben hier 160. Ja, ich zeige mal einfach die Tabelle gerade so her. Das ist jetzt alles hier. Warte mal, wir können so weit nach links gehen. Also hier haben wir noch Flugzeugteile sozusagen. Können wir auch anklicken, so ist nicht. Und da haben wir noch Triebwerke. Die können wir auch mitnehmen. Noch mehr Kleines für einen Satelliten, das Kleine. Hier Luftleitbleche. Hier noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel einen anderen Parachute. Das ist noch ein Hitzeschild. Ja. Das ist ein, sind Adapter, ne? Hier unten haben wir elektronisch noch was. Batterie hier und sag schon Photovoltaik-Panels. Da wird auch einiges gehen. Was war das? Ein Tank noch? Ne, Labor. Okay. Das ist so eine Leiter, die nach unten geht dann. Waren wir hier gerade? Ne, das haben wir auch übersprungen. Da waren wir gerade, ne? Genau. Diese ganzen Sachen können wir uns dann auch leisten noch. 160, 90 sind ja alles tolle Teile hier noch. Hier Tree-Coupler. Ne, ist ein B-Coupler, kein Tree-Coupler. Ich dachte, ein Tree-Coupler. Noch eine Nase. Hier ist der dieses Haube, die man drüber macht dann. Aerodynamischer wird. Separator. Docking-Port. Docking-Port ist bestimmt eine coole Sache. Hier oben haben wir noch Kraftstofftanks. Ein Adapter. Hier nochmal den großen Tank, ne? Die gehen noch nicht, weil wir hier das noch haben. Ja, da müssen wir genau überlegen, was wir machen wollen. Hier geht es natürlich auch schon weiter. Noch Surface Scanning Modul. Ein M-Server Cyber Scanner. Hier haben wir noch ein Variometer. Das Ganze kostet uns 300. Würde gehen. Aber ob das jetzt schon der nächste Schritt ist, ist dann fraglich, ne? Hier Mikroprozessoren. Eine schöne Antenne. Ja gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.